So, und damit begrüße ich euch zu unser aller Lieblingsspiel. Jetzt habe ich mich doch mal breit quatschen lassen. Wir spielen wieder RTL Biathlon und ich habe auch schon einen Läufer für uns kreiert. Also beim RTL geht's wieder los in die Saison 2021. Biathlon darf nicht fehlen. Ich werde dieses Spiel wieder hassen. Ich werde verlieren und ich werde ausrasten, wenn ich irgendwo daneben schieße. Aber genau das ist ja auch, was wir wollen. So, ich habe mal den MacWamser jetzt einfach mal deswegen wegen Wackwamsen. Also, da wird ein richtig schöner, prügelnder Biathlet für uns sein. Er ist natürlich blond, er hat einen roten Anzug an, weil er tief republikanisch gewählt hat. Er kommt aus den USA und er ist männlicher als männlich. Er ist der Sohn von Donald Trump, er ist der MacWamser. Das wird ein Träumchen, er ist auch schon richtig gut gelaunt. Also, der Sohn von Donald Trump jetzt hier am Stissel. Mal schauen, ich weiß gar nicht. Können wir das hier gleichmäßig verteilen? Ich weiß gar nicht, was ist denn 40 durch 4? Das könnte 10 sein jeweils. Ich bin aber noch am Überlegen. Jetzt bin ich noch überrascht, aber jetzt bin ich mir sicher, dass es passen muss. Also der MacWamser ist am Stissel. Deswegen können wir gleich mal in die Karriere reingehen. Wir gehen bei den Männern rein. Alexander Wolf hätten wir hier zur Auswahl. Wir können aber auch den alten Michael Greis nehmen, der einfach original ausschaut. Wie Manuel Neuer, aber die Gesichter sind schon relativ authentisch. Dann natürlich Michael Rösch, der inzwischen ja für Belgien am Start ist. Dann wir nehmen natürlich den MacWamser, der hat es richtig drauf, der hat null Erfahrungspunkte, keine Spezialfähigkeiten. Damit kann man einfach auch mal amerikanischer Präsident werden, aber man wird dann eben keine zweite Legislaturperiode bekommen. So, jetzt geht's los. Wir drücken mutig auf OK. Der MacWamser ist vor Josef Hirschel, Luigi Toscani. Das sind auch dieselben Namen wie bei dem anderen Ding. Toscani, Gerd van Meer, da kann ich gar keine neuen Witze machen. Aber Fritz Braun, ja, das ist ein guter deutscher Name. Fritz Braun, das ist super. So, Eugen Grieder haben wir noch dabei. Arthur Shirley, Adam Scott, natürlich nicht zu vergessen. Takahashi und Perhöle ist hier auch mit dabei. Ricardo Bilbao, guten Giro gefahren. Jetzt versucht das beim Biathlon nochmal und Sokolowsk. Das sind Traumnamen. So, wir gehen rein. Wir starten in Pokljuka. Das klingt schon nach der großen, weiten Welt im Hintergrund. Der Ballon fliegt los. Die Rekordrunde 8 Minuten und 59 Hundertstel Sekunden, die hier natürlich auch noch gemessen werden, weil das Spiel einfach so geil ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung geht. Das ist Massenstart. Allerhöchste Konzentration vor dem Start. Jetzt geht es jeden Augenblick los. Ich habe den Kommentator angelassen. Aber der ist bestimmt richtig prickelnd gut. Da brauche ich nichts mehr kommentieren. So, MacWamser, auf geht's. Startposition, also. Beim Start hatte er wohl etwas Blei in den Beinen. Ja, etwas, aber nur ein bisschen. Ah, so kann ich in die Hocke gehen. Das ist ja easy. Also ich habe extra nicht geübt, weil ich mir gedacht habe, komm, das wird doch viel lustiger, wenn ich hier richtig versage. So, sprinten wollen wir nicht, können wir ja auch nicht. Und wir laufen hier wieder im Kreis. Hupala, da bin ich wieder an den Rand gekommen. Kaffee am Rande der Welt. Oh ja, sorry, da bin ich ein bisschen in den roten Bereich. Müssen wir erstmal wieder ein kleines bisschen ausholen. Alter, die vier da vorne rennen aber schon ganz schön weg. Mein Traumspiel endlich wieder zurück. Wir sind gespannt auf die Zeit. Ja, geht so. Er erzielt eine gute Zwischenzeit. Das heißt, seine Leistung ist durchaus ausbaufähig. Aha, sehr spannend. Ich hoffe, diese Sprüche wiederholen sich nicht, aber beim RTL, da wird sich doch nichts wiederholen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das qualitativ einfach gut gemacht ist. Also, RTL steht für Qualitätsprodukte. So, und da vorne können wir in die Stefan Hocke gehen. Die Björn Höcke. So, da rutschen wir ran und dann schauen wir mal, ob wir da an die Kollegen vorne nochmal rankommen. Jetzt habe ich natürlich schon voll den Rhythmus drauf. Müsste sofort der erste Sieg werden. So, Leute, da komme ich doch locker ran. Die rennen eh hier alle gegen den Pfosten. Der berühmte Pfosten von Pokljuka. Kraft ist niedrig. Ist egal. Egal. Die Zeit müsste jeden Moment angezeigt werden. Oh, da bin ich zu früh in die Stefan Hocke gegangen. Eine gute Zwischenzeit. Jetzt muss er aber noch etwas zulegen, wenn er hier gewinnen will. Wieso denn zulegen? Ich wiege eh schon viel zu viel. So, der Mann in Grün da vorne, den hauen wir weg. Komm, Grün wählt keiner in den USA. Hier kommt der Sohn von Donald Trump. Donald MacWamser. Ich hätte ihn Donald nennen sollen. Schade. Die Chance jetzt einfach mal vermasselt. So, und jetzt gehen wir zu unserem Platz. Nun schlägt die Stunde der Wahrheit. Das erste Schießen steht an. Die Stunde der Wahrheit schlägt.
Wie kann ich Luft anhalten? Mit S oder sowas, oder? Der hat gepasst. Treffer für ihn. Nicht so optimal. Und er trifft. Er hat getroffen. Muss ich erst dran gewöhnen. Okay, aber das war ziemlich langsam geschossen, oder? Toll. Toll, 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 toll. Alles toll. Wundertoll. Schauen wir uns gleich mal seine Zwischenzeit an. Beste Zwischenzeit. Geil. Neue Bestzeit für ihn. Eine tolle Also das war dann doch so richtig super, was wir da gemacht haben, auch wenn das sehr, sehr langsam geschossen war. Aber wir kriegen ja bestimmt noch den Shooting Specialist. Stehenschießen ist ja, glaube ich, eh nochmal leichter. So, wir sollten mal ein kleines bisschen aufpassen, dass wir hier nicht zu viel Kraft verballern. Also erstes Schießen, gleich mal ganz souverän die Null. Mich juckt's an der Nase. Aber jetzt kann er ja mal geradeaus laufen einfach. Ach, herrlich. Wunderbar. Ich verstehe eure Faszination für dieses Spiel völlig. Ist einfach wirklich das beste Spiel, Herne West. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Zeit. Beste Zwischenzeit. Das ist die bislang beste Zwischenzeit in diesem Wettbewerb. Wahnsinn. Wahnsinn. Also, das ist auch wichtig, dass hier der Kommentator dabei ist. Ansonsten würde man bei diesem komplexen Sport einfach auch komplett den Überblick verlieren. So, jetzt laufen wir wieder bergauf, nur um dann hinten gleich wieder bergab zu laufen. Ich bin schon auf die Tipps gespannt von euch. So, dann können wir mal ein bisschen durchziehen. Dann können wir da vorne in die Hocke gehen. So, dann können wir hier ein bisschen regenerieren und jetzt bergauf wird es schwierig. Jetzt geht es schon merklich langsamer voran als am Anfang. Ja, klar. Weil Kraft ist wirklich schon niedrig. Uiuiuiui. Das könnte hart werden, aber wir haben ja nur noch ein Schießen und dann müssen wir noch ein bisschen laufen. Dauert schon 4 Minuten, die ich euch jetzt gestohlen habe an Lebenszeit. Uiuiui, ja. Das könnte schwierig werden. Gleich passiert er den Checkpoint. Ach du Scheiße, der ist gleich tot, oder? Auf Sieg, wenn jetzt nicht doch irgendetwas Unvorhergesehenes passiert. Jo, der ist durch. Jo, super. Ach komm, das schafft er schon noch. Oh, jetzt ist er durch. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Ich hab das Gefühl, er läuft jetzt fast schneller als vorher. So, mal schauen, wo ist denn die Konkurrenz? Ist die noch hinter uns oder was ist da los? So, 5 Minuten sind schon rum. Wir haben die Energie schon verballert, also das wird eine schwere letzte Runde werden. Der Schuss sitzt. Treffer. Volltreffer. Perfekter Schuss. Ja, Mensch. Er hat heute eine sagenhaft ruhige Hand und erzielt 5 Treffer hintereinander. Liegt daran, dass es einfach minus 8000 Grad hier im Schlafzimmer sind. Habe ich immer eine ruhige Hand. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Meine größte Leistung der letzten Jahre damit wieder mal vollbracht. Ich würde sagen, wir beenden dann jetzt auch die Karriere. Donald McWhamser wird einfach nie wieder stärker werden. Ja, ist doch gut Spiel. Aber es ist auch weit und breit keiner hinter uns. Aber das ist am Anfang doch immer so. Da wird man einfach in Sicherheit gewogen. Und da ist der Einbruch. Tja, seine Kondition lässt wohl etwas zu wünschen übrig. Ja. Ja. Aber woher weiß das Spiel das? Da sieht man einfach, wie intelligent dieses Spiel auch ist. Also, das weiß, dass meine Ausdauer erschöpft ist. Ich müsste echt mal wieder mehr Sport machen. So, mal schauen. Aber gleich das sollte trotzdem wissen, für den ersten Sieg reichen. Zwischenzeit aussieht. Beste Zwischenzeit. Toll, eigentlich hätte es gar nicht besser laufen können für ihn. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Wieso denn eigentlich? Weiß er irgendwas? Hat meine Freundin mich verlassen in der Zwischenzeit, in den 6 Minuten, die ich hier gespielt habe? Das ist ja schon überraschend jetzt. Eigentlich hätte es nicht besser laufen können. Jetzt überrunden wir sogar da vorne einen. Würde ich jetzt schon persönlich nehmen. Ich habe diesen linken Ausdauerbalken einfach völlig verdrängt. Aber die Bäume, die wippen wenigstens hier im Takt. So, na, er hat es eh nicht so drauf. Ne, er hat es wirklich nicht drauf. Also das ist schon ein bisschen bitter, was er da macht. Naja, also Pokeljuka müsste doch eigentlich der erste Sieg werden. Sind wir der grüne Punkt? Ich glaube, wir sind der Recycling-Punkt, der grüne. So, jetzt laufen wir bergauf. Nur um gleich wieder bergrunter zu laufen. So, lala. Doch, wir sind gespannt, wie er sich geschlagen hat. Mensch, wie hat er sich geschlagen? Der Alex Zverev-Move. Er hat bisher ein tolles Rennen abgeliefert. Ja, hat sich Zverev damals auch gedacht. Zeit ablesen.
jetzt geht's weiter hier aus der Stefan Hocke raus. Und dann laufen wir gleich ins Ziel und da war das überragend, einfach auch die Kräfte eingeteilt. Energiegel haben wir auch vergessen, Wasser haben wir gar keins geholt, aber brauchen wir glaube ich auch gar nicht. So, rote Bereich kommt schon wieder, Rotrakete. So, wir laufen ins Ziel ein, ach wir können ja nochmal sprinten. Sprinten geht nicht mehr, aber wir sind schon im Ziel, sorry. Also Donald McWanza holt sich den ersten Sieg im ersten Rennen. Das hat vor mir, glaube ich, noch keiner geschafft. Ja, er ist auf jeden Fall auch gut drauf. Freut sich mehr als Alex Zverev, wenn er mal ein Tennisspiel gewinnt. Sokolovsk mit 2 Strafrunden. Arvo Perhüle mit 3 Strafrunden. Luigi Toscani auch mit 3 Strafrunden. Also da darf eigentlich in der Loipe nicht viel schief gehen. Oder besser am Schießstand nicht viel schief gehen. Ansonsten werden wir dort nämlich locker weggewämst. So, Arnold Aigner hat seine Eignung bewiesen und ist auf Platz 2 gesprungen. Knut Bjørnstad, ein richtig knuter, cuter Boy ist das, auf der 3. Und Maria Garcia González de Nascimento auf der 4. Ken Campo, der wahrscheinlich auch republikanisch wählt, will ich zumindest hoffen, hier als Sohn von Donald McWamser, von Donald Trump. Wir holen die Goldmedaille im Junior Cup, kriegen damit 50 Ligapunkte, 120 Erfahrungspunkte. Damit fehlt uns gar nicht mehr so viel bis zur nächsten Stufe. Bin total gehypt und jetzt bin ich auch mega gespannt, wie geht's weiter. Wir filzen jetzt richtig hoch, da wird eine Drogenrazzia gemacht, da werden alle nochmal auf Doping getestet, da wird richtig hoch gefilzt. Bianca Toscani hält hier den Streckenrekord. Hallo aus Hochfilzen, wo heute der Sprint auf dem Programm steht. Mensch, gut, dass er da ist. Es ist wirklich gut, dass er da ist. Ohne ihn wäre es nicht dasselbe Spiel. Karriere, Sprint, Männer. Das ist doch auch wieder sexistisch. Die Männer haben den Sprint und die Frauen müssen wahrscheinlich den Langlauf zur Karriere machen. Das ist ein Sexismus, den kann ich einfach nicht gutheißen. So, wir haben 50 Punkte zu vergeben. Dann machen wir doch mal, ich glaube, Ausdauer ist nicht ganz verkehrt, wenn man das ein bisschen trainiert. Kraft, ja, Technik ist mir persönlich Bums. Technik habe ich eh keine. Da trainieren wir jetzt mal und sehen schon, wir sind schon ganz, ganz dicht an der Weltklasse dran. 13,3 Geschwindigkeit oder wie Ulle sagt, Sprint. Ha, geil, jetzt verhaue ich die Dinger schon raus. Oh, der Green Panther. Auch schön, jetzt klauen die Grünen schon die Wähler bei den grauen Panthern. Achso, ich dachte schon, ich müsste los. Der Start war viel zu gemächlich. So darf man ein so wichtiges Rennen nicht angehen. Entschuldigung. Ich habe den Start irgendwie noch nicht so verstanden. So, diesmal müssen wir uns die Energie ein bisschen besser einteilen. So, hier können wir ein bisschen durchziehen, weil es da hinten ja dann eh gleich bergab geht. So, da waren wir kurz mal im roten Bereich, aber jetzt geht es ja hier direkt schon wieder weiter. Weiter, weiter, immer weiter. Da vorne auch ein republikanischer Freund von uns. Ist schon leicht ausgewetzt an dem Backen hinten. Weiß nicht, woran das liegt, aber Donald Trump. Eigentlich hätten wir in Orange starten müssen. Och, wir sind gespannt, wie er sich geschlagen hat. Schon wieder Alex Zverev hier mit dabei. Immer das mit dem Schlagen. Mit dieser Zeit reicht es nur für eine mittlere Platzierung. Mensch, aber noch ist ja nicht aller Tage Abend. Da reicht es wirklich nur fürs mittlere Management erstmal. Wie bei Donald Trump ja eigentlich auch. Zumindest vom IQ her. So, und also vorne sehen wir doch schon den Kollegen, den wir jetzt einfach mal überflügeln. Hier ist wieder so der Streckenbereich, wo die richtig bremsen. Da fahren wir einfach mal außen vorbei. Mach Platz. Ich bin Arzt. Ich bin Wout van Aert. Kennst du ja. So, da vorne geht es jetzt wieder bergauf. Da sehen wir auch schon drei Leute, die sich richtig einen wegstrampeln. Schauen wir uns gleich mal seine Zwischenzeit an. So, haben wir jetzt die beste Zeit? Yo! Das ist zwar noch nicht der Sieg, aber mit dieser Ausgangslage ist jetzt wirklich alles möglich. Ja, da ist alles drin. Da können wir sogar nochmal vor dem Supreme Court klagen. Da ist wirklich alles drin für unseren Donald. So, auf geht's, McWamser. Wamst die mal richtig weg. Und jetzt können wir nochmal und nochmal in die Stefan Hocke und dieser Witz wird einfach nie schlecht. Das ist einfach der Loch im Zahn des Biathlons, ist die Stefan Hocke. Nur die Björn Höcke ist noch eleganter. So, da liegen auch schon einige Männer rum. Ich würde sagen, wenn da Männer rumliegen, dann legen wir uns nun mal dazu. Die Stunde der und jetzt wird wieder das geschießt. Erste Schießen steht an. Muss ich mir echt nochmal eine Strategie überlegen, wie ich das richtig mache. Und jetzt... Der Schuss sitzt. Volltreffer! Treffer! Treffer für ihn! Oh, der war knapp. Ja, locker. Fünf Schuss, fünf Treffer, toll!
Strafrunden frei seit 9-3, sage ich da nur. Gleich werden wir wissen, wie seine Zwischenzeit aussieht. Beste Zwischenzeit. Bisher ein absolut makelloses Ergebnis. Absolut magilos, ne? Deswegen benutze ich auch immer Knorr. Wahnsinn, der Gag. Na, mein Freund, was geht? Ich mach gar nichts. Springen wir einfach an ihm vorbei. Das ist einfach diese unglaubliche Klasse eines Donald McWhamser. Da rollen wir bergab natürlich wieder, ganz wichtig. Beim Biathlon wird immer gerollt. Immer schön ausrollen lassen. Und jetzt laufen wir wieder bergauf, ne? Schon wieder 3 Minuten, die ihr euch das anschaut. Ich weiß nicht, warum ihr euch das anschaut, aber ihr seid selber schuld. Hier in den... Wir sind gespannt auf die Zeit. Schneebehangenen Bergen von Hochfilzen. Eine ganz starke Zwischenzeit für ihn. Ja, damit ist der Sieg in greifbare Nähe gerückt. So, nur Tom Starke ist noch besser. So, dieselbe Strecke nochmal. Da hinten steht wieder einer und filmt. Aber ich glaube, die Kamera gar nicht an. So, da läuft jemand. Was macht der? Macht Fotos. Von was? Vom Publikum. Klar, warum auch vom Rennen? Da stehen auch viele Leute rum. Guten Tag. Auch die winken sogar, aber nicht in unsere Richtung. Jetzt hätte ich vielleicht auch mal wieder auf den Energiebalken schauen sollen. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Zeit. Aber nur kurz. Wirklich nur kurz. 26 Sekunden Vorsprung. Und das spiegelt sich auch in der Zeit wieder. Ja, das spiegelt sich in der Zeit wieder. Also, das fokust sich sogar ab und zu in der Zeit wieder. So, dann können wir hier wieder ein bisschen in den Red Alert reingehen. Also, zack, bumm. CNN Action Cam. Ich habe die ganze Nacht CNN geschaut. Nicht die ganze Nacht, also ich musste ja am nächsten Tag arbeiten. Aber schon so bis Florida durch war. Weil das war echt so spannend. Und ich meine, wenn Biden Florida gewonnen hätte, dann hätten wir gar nicht diese ganzen Diskussionen so lange gehabt. Auch wenn es da natürlich auch noch einige Swing States gab. So, ja, Donald McWhamser kommt zum Stehenscheißen. Und mal schauen. Wir stammen ja vom Affen ab, also werfen wir jetzt da auf jeden Fall unser Kacki hin. Der hat gepasst. Er hat getroffen. Und er trifft. Ich habe doch noch gar nicht getroffen. Perfekter Schuss. Der sagt es schon vorher. So, er hat der Mann in Gold neben uns. Sagenhaft ruhige Hand und erzielt 5 Treffer hintereinander. Unglaublich, unfassbar. Was will er denn jetzt hier? Beste Zwischenzeit. Achso, der will die Strafrunde. Natürlich. Alter, wo kommt der denn her? So, meine Freundin hat genießt. Müssen wir alle mal Gesundheit wünschen. Ach ja, Biathlon. So, komm, ab in die Stefan Hocker. Zeig uns die weißen Bäckchen. Oh, Kraft ist niedrig. Stefan Kraft ist niedrig, natürlich. Eigentlich muss man immer nur Stefan davor setzen, vor die Stefan Hocke, vor die Stefan Kraft, das passt schon immer. Den Björn Hocke, den wollen wir ja eigentlich gar nicht. So, wir gehen wieder leicht in den roten Bereich rein, das ist einfach Wahnsinn. Gleich passiert er den Checkpoint. Der Checkpoint Charlie ist gleich erreicht. Veronika Ferres lauert toll, schon auf die Nachfolgerolle. Hätte es gar nicht besser laufen können für ihn. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ja, das hätte nicht besser laufen können. Hoffen wir mal, dass das so bleibt. Das hoffen wir, wie gesagt, alle. Das wird einfach ein Durchmarsch bis in die höchsten Sphären des Biathlons werden, was es definitiv nicht werden wird. Ab einem gewissen Punkt stagniert das Ganze wieder und ich werde im Strahl kotzen. Wahrscheinlich habe ich das Training einfach auch wieder vergessen. Müssen wir mehr drauf achten. Ich glaube, hier gab es immer so Training, wo man 8 Stunden lang auf diese Scheiben schießt, was total ätzend ist. Gleich wird die Zwischenzeit macht ja Spaß, angezeigt. Ne? Macht ja richtig Spaß. Mit und jetzt Zeit laufen wir den Berg wieder hoch. Auf Abstand. Ich hoffe, man hört mich überhaupt durch dieses laute Gesabbel vom Kommentator. Wäre natürlich schade, wenn man meine engelsgleiche Stimme nicht hört. So, wir fahren wieder bergab und dann fahren wir wieder bergauf. Alles wie gehabt. Ach komm, das ziehen wir jetzt durch. Dann hauen wir gleich eh nochmal einen Sprint raus, wenn es dann ins Finale geht. So, komm, da sprinten wir jetzt nochmal. Und hauen alles raus, was geht. Und jetzt zack, bumm, im Ziel. Jetzt zahlt sich das harte Training tatsächlich aus. Ach, der zweite kommt schon rein. Ach nee, es war ja kein Massenstart, oder? Das war kein Massenstart.
Das war einfach nur der Sprint, wie wir ja am Anfang gesehen haben. Ich reagiere hier eigentlich kaum drauf, aber ganz souverän. Mac Ramsar aus den USA holt sich den Sieg mit einer Dreiviertelminute Vorsprung. Der Junior Cup gehört uns. Fritz Braun noch auf der 8. Aber er würde auch Donald Trump wählen. Wenn er heute noch leben würde, würde er Donald Trump wählen. Ricardo Bebau aus Spanien auf der 12 und Tscherbakow mit 10 Strafrunden ganz knapp gescheitert. In der Loipe wahrscheinlich der Beste, aber leider hat das nicht ganz geschafft. Wahnsinn. So, Mac Ramsar sogar hier mit der Bestzeit. Bianca Toscani und Olga Tschukarina auf der 3. Sari Kokkinen, die kokettiert immer mit irgendwas. Und Okinawa ist auch dabei gewesen. So, die Goldmedaille haben wir wieder mal geholt. Herzlichen Glückwunsch. Eine neue Powerstufe ist erreicht. Sind eine Stufe aufgestiegen und können nun ihr Potenzial verbessern. Wie viele Punkte haben wir? Ja, Wahnsinn. Da würde ich doch mal in Kraft und Ausdauer investieren. Super. Also, gleich mal 2 Siege geholt. Ich will gar nicht gleich weiterspielen, sondern wir machen jetzt ein Folgenpäuschen. Medikopter 117 fliegt im Hintergrund schon vorbei. Biathlon 2021 ist zurück. Alles richtig grafisch auf den neuesten Stand gebracht. Aktuelle Datenbank. Alles stimmt nicht, was ich gerade gesagt habe, aber deswegen spielen wir ja hier mit Donald Mac Ramsar. Hier erfahrt ihr wirklich nur die halbe Wahrheit und halbe Wahrheit ist schon gelogen. Also, willkommen beim Fake News Simulator 2021, der Freshest 24/7 ist hier der Sponsor, wahrscheinlich Zahnpasta. Träumchen. So, die Bäume wippen auf jeden Fall rhythmischer als die Leute. Ich verabschiede mich. Biathlon, wie gesagt, es ist wieder zurück. Mit 2 Siegen melde ich mich zurück und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Gerne auch beim Skispringen. Und wenn ihr dieses Let's Play nicht sehen wollt, dann einfach bitte Free Vasi in die Kommentare schreiben. Das wäre mir sehr recht. Ich spiele dieses Spiel eigentlich nur als Geisel des Kanals. Also, bis dann.